Zwischendurch muss natürlich auch richtig schön viel organisiert werden und geschaut werden. Das Problem ist, dass ich tatsächlich versuche, häufig ohne Organisation Dinge zu tun und das funktioniert dann eigentlich immer nicht so richtig. Das Ding ist, ganz kurz, ja, mal ganz kurz warten, damit ich auch gut zu sehen bin. No. Das Ding ist, dass ich tatsächlich wahrscheinlich nicht einfach nur dieses Abenteuer herunterrattern werde, sondern ich habe glücklicherweise, wie ich feststellen konnte, alle Aufzeichnungen von dem ersten Mal spielen noch behalten und werde wohl all die Dinge, die ich hier eingezeichnet hatte und die ich hier irgendwie, die ich mir irgendwann aufgeschrieben habe, wahrscheinlich benutzen. So, schnell mal schauen, was wir alles brauchen werden. Gehen wir das Ganze, gehen wir mal den Kladderadatsch hier durch. So, da sind wir wieder. Können wir auch nochmal schnell nachschauen, was wir jetzt hier, was wir jetzt gerade hier aufgeschrieben haben. Die Jagd. Um genau zu sein, heißt das, glaube ich, in dem Buch, die hat's. Ich habe gerade nicht so viel Lust drauf, muss ich ja ehrlich gestehen. Wir haben jetzt eine Kampfszene. Nicht nur eine Kampfszene, sondern wir haben auch eine Jagdszene. Irgendwelche Bösewichte werden durch eine Stadt gejagt. Allerdings soll das Ganze irgendwie nicht gefährlich wirken, ehrlich gesagt, sondern es soll eher so wirken, als ob das Ganze so ein bisschen Spaß macht. Wie in so einem guten Zeichentrickfilm. Der Weg nach Eldorado zum Beispiel. Und was wir jetzt machen, oder was ich jetzt mache, ist erstmal zu schauen, wo ich mich befinde. Warum tue ich das? Ganz einfach. Ich versuche es hinzubekommen, dass bestimmte Instrumente bestimmte Leute repräsentieren. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel, dieses Mal werde ich auch hoffentlich Fanfaren benutzen, Trompeten also benutzen. Wir haben also reichere Leute, wir sind auf einem Markt. Sind wir auf einem Markt? Mal schnell nachschauen hier. Aha! Das sind also immer unterschiedliche. Ah, das ist ja total nervig. Also jedenfalls trotzdem, sage ich mal, wir sind in der Nähe des Marktes und dann kann ich mir überlegen, ne, was sind da so für Leute unterwegs? Da sind natürlich dann irgendwie irgendwelche Händler unterwegs, vielleicht sogar der ein oder andere Vogt. Ich glaube, ich fange noch nicht mit den Hörnern an. Das ist mir schon ein bisschen zu dick. Also ich habe so eine so Grundidee, habe ich ja jetzt schon mal. Das heißt, ich werde das mal alles nach hinten verschieben, denn so möchte ich natürlich gerade gar nicht anfangen. Fängt ja irgendwie quasi mit dem Mittelteil an, gerade momentan. Das ist jetzt natürlich der Einstieg. Klar. Wo haben wir denn Trompeten, Trompetulus? Trumpata! Ja, ernsthaft, wo sind denn die Trompeten hin? Da sind die Trompeten. Hallöchen, ihr Süßen. Aber das mache ich nach einer Pause.